Na klar, seid ihr hier oben gefahren. Ich hasse euch. Gas. Kommst du da? Ach du Scheiße. Ich. Alter. Ich hasse Harry. Oh, Karakara, komm bitte, bitte, bitte. Wow! Was los? Oh nein. Oh nein. Ich habe mich einmal in die eigene Achse gedreht. Oh nein, warte, warte, warte. Bist du oben? Ja. Warte, ich gebe mir langsam Gas. Alter. Ich hasse Harry. Ich habe Scheiben kaputt, Lichter kaputt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hast du's? Ich weiß es nicht. Nein! Warte mal, sind wir überhaupt hier hoch oder habe ich denn. Ich weiß es nicht. Boah, sag mal. Sagen wir jetzt nicht, dass Harry uns einen falschen. Ah, nee. Ach, weißt du, wo die sind? Alter, ich hab ganz schwitzige Hände. Ja. Fahr einfach. Kommen wir da hin? Ja. Ach, wir hätten komplett von der anderen Seite fahren können. Weil, wenn ich Harry sehe, sage ich, dass es ein Arschloch ist. Hier ist Sack. Wir sind so dumm, ne? Was? Der erzählt mir noch. Ach, übrigens, wenn du hier hochfährst, ist rechte, die rechte Seite. Die rechte? Ja, die linke ist der Sack, also mit Stein. Oh, jetzt kommt gleich die enge Kurve, ey. Ja, die enge Kurve bin ich hin. Oh. Okay. War das ein gutes O oder ein schlechtes O? Ja, das war richtig. Ich hasse Harry. Das ist, glaube ich, das Einzige, warum ich das nicht aufgebe. Damit ich ihm sagen kann, du Haken, du bist ein Arschloch. So, ich bin oben. Jetzt nur noch du. Weil jetzt geht's nämlich gleich wieder runter. So, ich warte auf dich. Oh, wie hoffe ich hier gerade mit Handbremse anfahren muss, ne? Leicht. Die Leitstelle für RCW4 kommen. RCW4, Ende. RTW3, Status 7, Patientenbehandlung. Hallo. Bist du da? So, gut. Und wie kommen wir jetzt zu denen? Mehr Lichter wie ich. Wie kommen wir jetzt zu denen? Kommen. Ja, das ist also. Ja, sie kommen sich. Wir sind übrigens einmal. Schatz, ich wollte doch immer mit dir auf den Mount Chiliad fahren. Oben, ne? Hm? Wir sind ja schon da. Oh, bleib mal oben.
Die 18 für die 27 kommen. Die 18 hört sie, kommen sie. Du bleibst da oben, ja? Ja, ah, ich ja. Ich sehe sie. Die sind mit dem Grauen, siehst du den? Siehst du den Weg, den ich runterfahre? Mhm. Den nehmen wir jetzt auch, den kannst du auch nehmen. Und immer schön rückwärts fahren. Sliden nach unten. Hey, da hätte ich mit dem Helikopter lieber landen sollen. Ah. Ich rutsche weg. Ja, warte, ich fahre ein bisschen weiter vor. Steht schräg. Oh. So. Ich habe den Dispatch zugewiesen. Wie denn hier hoch, jetzt Moskau. Runterfahren? Warum hoch? Wir fahren wieder runter. Ja, runter. Wie willst du hier runterkommen? Das ist steil. Das wird nichts. Klar. Da wird echt nichts. Aber ja, wegen des ja, deswegen kommt ja meine Frau auch. Wir sollten ja weggehen. Soll da weiter oben bleiben, dann wir sollten den wirklich weggehen. Penny fährt. Alter, die sind doch dumm. Ach, Harry? Ja, bitte. Ich möchte dir übrigens amtlich sagen, du bist ein Arschloch. Warum? Das möchte ich dir einfach mal sagen. Wirklich. Okay. Nicht von meiner Frau, das ist ganz persönlich mein Empfinden gerade. Warum? Ne, du bist ein Arschloch. Wo bist du denn so auf einmal? Ne, abgesehen mal davon, ich hätte hier landen können mit einem Helikopter. Hab ich doch gesagt, komm mit dem Heli, du kannst auf den Steigen. Weißt du, was du gesagt hast? Ich hab gefragt, ist es mit dem Helikopter? Nö. Ja, leg mal auf bei Penny. Guck mal, wie oft ich dich in letzter Zeit angerufen habe. Ist er dauerhaft besetzt? Warte. Schatz, wir sind dauerhaft besetzt. Ja, richtig, beide sind dauerhaft besetzt. Ja, weil wir miteinander telefonieren. Ja, toll. Ja. Da kann ich dich ja schlecht erreichen und sie sagen, komm mit Meli. Warte mal, hier können wir doch runter. Die kann man nicht. Ich hab dir gesagt, hier kommt man nicht mehr runter. Das ist zu steil, Bosco. Hä? Glaub mir, komm mit dir vorne hin. Das sieht hier oben nicht so steil aus. Oh, das war steil. Ja, das war da oben nicht so. Richtig. Von da oben sah es nicht so aus. Ja, von da oben sah es auch nicht so aus. Deswegen habe ich gesagt, fahr da runter, vertrau mir. Aber als wir hier unten waren, kam er nicht mehr hoch. Ja, das verstehe ich. Wie kommen wir jetzt weg? 66, wann ist denn kommen? Das Problem haben wir auch die ganze Zeit. Den Beser muss ich auch zurücklassen. 66 hört. Ja, wir haben einmal einen Scheiß. Einmal wird jetzt zum Rennwagen vorkommen. Geht's euch denn körperlich soweit gut? Unterwegs. So, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Was geht ab, Penny? Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ne? Hallo. Na? Ich hab, Achtung, ich bin ganz schwitzig an der Hände. Ich hatte so Angst. Ja, ich auch Matthews gefahren. Guck dir mal den Leser an. Fresse, ey. Ach, das ist Guck Matthew. Guck dir den Leser da oben an. Ja. Stehst du überhaupt noch hier? Bei Bewusstsein. Ach, das war doch der SPC-Chef, ne? War bei dir jetzt bei mir. Ach so, ja, dann mein Beileid, also. Für ihn wir stehen noch hier, der Mesa ist noch einigermaßen, aber... Also wir haben noch drei Mesa. Kommen wir so da ist denn nicht runter? Nee, sonst haben wir ja auch runtergefahren. Also ganz, ich habe auch gerade ja gesagt die ganze Zeit, aber das 90 Grad Winkel ist halt schwierig, ne? Danach richtig, geht's. Und also richtig, springen also und dann geht's, Harry. Von Weiden sah es gut aus. Ja, aber Harry, wir können doch springen und dann kommen erst die 90 Meter. Nee, was? Ach scheiße, ob wir da wieder hochkommen, das weiß ich nicht, ne? Ja, die Dinger sind... Ich probiere mit meinem, oder müssen wir mal ein bisschen weggehen. Hey, probier doch mal. Ey! Jovan, du. Jetzt anzurufen und zu sagen, komm bitte doch mit dem Hubschrauber. Ach übrigens, Harry, wir hätten lieber mit dem Helikopter so kommen sollen. Seid ihr ganz ehrlich, aber hättest du mal anrufen können. Ja, guck mal auf deine Anrufliste mal. Wir haben Start 4.
Bosco, du musst wenden. Ja, ich wende, ja? Du weißt schon, dass das eigentlich ein Heckantrieb. Oh! Au! Erst den dann ist zur Seite geräumt. Oh, da sind auch die Lichter aus. Ich sehe sonst nichts. Ich muss rückwärts fahren. Ganz ehrlich, ich habe kein einziges Licht ausgemacht. Jetzt gefährst du den und der ist gleich im Arsch. Soll ich alles gerne rufen? Wie sollen die denn hierher kommen? Ich könnte die uns ja dann retten. Ja, ja. Ich glaube, wir laufen hoch oder runter. Ich glaube, es ist nicht hochgelaufen. Nicht den Wagen runterschieben. Der kann das. Bosco, ich vertraue dir. Nee. Martin. Lebst du noch? Leck mich, mir tun die Beine weh. Was? Mir tun die Beine weh. Die Beine sind im Weg? Nein, die tun mir weh. Ach, die Beine tun dir weh? Ja. Au. Ich hätte ein gutes Krankenhaus. Oh, nö. Nee. Geht's eigentlich nicht das Stein runter? Nee, rückwärts nicht so. Rückwärts nicht so. Okay, dann können wir hinterher fahren. Oh, ich hab mich, glaube ich, einmal gedreht. Jetzt hab ich schwitzige Hände, sag ich dir ganz ehrlich. Berlin? Bosco, oh. Bosco, mein dein Lenkrad ist immer noch nass. Oh. Nee, lasst euch davon Dave abholen. Okay. Ja, ich ruf mal Dave an, ja? Mach mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Warten. Ja, ich komme da mit dem Karakara hoch, aber kommst du denn? Du kommst hoch? Ja, ich komme da garantiert hoch, bestimmt hoch. Okay, dann fahr du nach oben. Ich lauf nach unten. Du läufst nach unten, ja genau. Mit dem, dass du deine Beine wehtun. Ja, meine Beine, also. OP3. Wie soll ich. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da hochkomme. Pass auf, wir machen das anders. Warte, ich versuche. Ich streng mich an. Geh da ganz geduckt nach oben. Du gehst ganz geduckt nach oben. Ja, okay. Quasi oh. Fast im Entengang. Fast. Oh. Und ich mach eine Hand vor die andere und. Du machst eine Hand vor die andere, genau. Ja, lauf einfach. Zieh den Arsch nach oben. Mhm. So. Guck mal, ich sehe euch fast. Ja, ich sehe dich auch. Ja, das ist super. Ich flieg gleich auf die Schnauze. Mhm, ist richtig. Ich kann die mal weg, ne? Ja, besser leg ist das dat. Handy weg. Mhm. Oh! 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 Hallo. Ich hab's fast. Nein. Au. Oh, ich hab's gleich. Ah, nein. Oh, da ist ein Stein. Und da ist ein Stein. Halt mich doch! Harry! Ja, dann halt mich doch mal! Ja, nicht die. Was hast du für eine Hand? Bist du jetzt? 770 Dings da, lag mich oder so. Vielleicht versuchst du mal links von dir hochzukommen, das ist vielleicht nicht so steil. Ja, aber da geht steiler nach unten. Ja, da jetzt so rechts hoch. Ja, bist du behindert? Dann fliege ich da runter, wie ich matsche. Koordinieren kann ich. Ja, koordinieren. Warten. Oh, das wird echt nichts hier. Au, oh, au. Oh. Harry, Harry, nimm mich! Nimm mich, Harry! Nimm mich! Du ich Schwein! Zieh mir auf! Zieh mich da hoch! Harry! Ari, nimm doch das T-Shirt! Du sollst dich anfeuern, du sollst. Jetzt nimm doch mein Stethoskop, Mann! Das geht doch. Hier, komm her! Oh. Warte, ich mach hier vorsichtig, Harry. Wow. Nein, pass auf! Au, Ari!
Harry! Aua! Harry! Harry, jetzt hör auf damit! Ich hab's jetzt schon mit dem Gesicht gebremst, das lass mal jetzt. Jetzt geht's ganz langsam nach oben. Du musst, oh. So, wir machen das jetzt systematisch. Das war mal, nicht so steil. Ja, mal. Oh, doch, hier musst du schon Anlauf nehmen. Und da. Und. Das ist eine wirkliche Glanzleistung von unserem. Oh! War das jetzt nicht? Das sag ich euch ganz ehrlich. Ja, aber Dave kann da unten. Aber hier ist doch doof. Ja, siehst du? Dicky? Merkst du was? Nee, du siehst doch gar nicht doof aus dabei, ne? Das sieht fast aus, wenn ich das war. Ich hab fast ein Déjà-vu. Yo! Au, 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 au! Ja, bleib nicht so weit runter! Oh! Aua, ich bremse dir! Warte, ich bin da! Ich danke! So, wir lassen das jetzt, wirklich. Ja, richtig. Das ist eine doofe Idee. Das ist eine ganz doofe Idee. So, wir lassen erst die Frauen abholen und dann wir. Ja. Okay? Ja, hallo? Dave, kennst du den Dispatch Amor Chilliard? Ja. So, also erstens wollte ich dir mal sagen, Harry ist ein Arschloch, ne? Ist das Harry? Ja, ja, ist ja wieder, ne, Adventure, Harry und ich hab Spaß, ne, und so weiter, ne, kennst du das ja. So, da wo der Dispatch ist, ja, dort sind dementsprechend halt, zwei Frauen. Ach so. Nee, drei Frauen und, Matthew. Ist gleich, ja. Mhm. Und ich mit Harry bin ein Stück weiter unten, weil mein KHK hat es weiter nach unten geschoben. Bei mir kannst du zwar landen, aber erstmal lieber die Damen dann quasi dann wegholen. Mhm. Ja, wir sind unterwegs. Ja? Ja, bis gleich. Okay, sag das der Einsatzleitung. Wir brauchen hier dringend Seile und... und Rettungsberg alles, und was wir haben. Gut, und alles, was ihr habt, sagt Harry. Ja, ist okay. Ja. Okay. Bis gleich. Jo, danke. Tschü. Tschü. Ach. Das sieht aber von oben echt nicht steil aus. Ja, ist es ja auch nicht, wenn du die Hälfte fliegst. Fein, das ist grün markiert. Das ist für Anfänger die Strecke, die wir gefahren sind. Ja, ja. Wie wär's denn eigentlich, hätten wir das eigentlich irgendwie schaffen können, da wo dementsprechend der Mesa gerade noch steht? Nee, kommst du nicht hoch. So. Du kommst da nicht hochgelaufen, wir haben's probiert. Die Leitstelle ja, bitte? Für die 21 kommt. Hast du Dave angerufen? Ja, Dave kommt. Die 21 sowie der Trainee begeben sich auf ja. Der 1. Ist ja peinlich. Die holen euch da ab. Das war einfach, wir haben ja erst die Bergung gemacht, wir mussten erst die Decken bringen. Und den Abtransport macht jemand anderes. Wir haben das vollkommen nach Protokoll gemacht. Ja, also zentral sollte es jetzt erstmal sein, weil ich kriege die drei hier hoch. Darum geht's nicht. Hm. Aber zentral sollte es sein, dass du und Harry da wegkommen. Hä, wie kriegst du denn die drei da hoch? Ja, der Karakara packt das garantiert. Hä, da war ich doch gerade. Ja, aber du hast Gas mit Bremse verwechselt. Nee, das war der letzte Teil. Ja, genau, das war der letzte Teil, aber an sich. Ja, den letzten Teil habe ich verwechselt. Ja, aber der letzte Teil wäre der wichtigste gewesen. Ja, das können viele sagen, die da oben stehen und runterspucken. Ja, soll ich mal mit dem Karakara hochfahren? Naja, ja, ich weiß nicht, Dave kommt jetzt eh. Wir philosophieren gerade. Ich glaube, das ist... Nein, bleib da, wo du bist. Nein, nein, ich das war... Also mit Karakara könnte ich das letzte Stück auch noch runterrollen jetzt so. Ja, finde ich auch. Mit dem Karakara kannst du das letzte Stück noch runterrollen. Ja, die Hälfte der Strecke bin ich schon geflogen. Jo. Also, immer kann es nicht mehr werden. Nee, so steil ist es auch nicht bis zur Runde. Bist du denn, glaubst du denn, dass wir tendenziell mit dem da hochkommen? Nee, ihr schafft das. Also, ich würde dir die Daumen drücken, ja, aber ich habe keinen Bock für das, wenn ich jetzt runterlaufe mit Harry, dass du mir dann ins Kreuzer hängst mit dem Karakara. Das ist richtig. Weißt du, wenn du mir hinterher springst, dann hab ich nämlich ein Problem. Wir stehen voll in der Flugschneise. Weil, ach, ich sag grad, wir stehen gerade voll in der Flugschneise, wenn du da runterfliegst. Ne? Pass auf, ich probier das mal. Mädels, Jungs, stellt ihr euch mal an eine Seite? Und
warum nimmst du die nicht dann gleich mit? Oder, ja, wir probieren es einfach. Fliegt das zusammen unter. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir setzen uns einfach mal in den Karakara-Koffer mit. Nee, Testament habe ich auch nicht. Hast du schon? Ja, nee, nee. Okay. So, und dann probieren wir es einfach mal. Deckung hier. Warum vielleicht ein bisschen nach rechts? Ja, hier geht's glaube ich runter. So, warte, Schatz, ich leg jetzt auf, wenn du was Rotes vorbeigeflogen kommst, weißt du, dass du das bist, ja? Vielleicht haben wir Glück und sie fliegt hier nicht. Ich wollte gerade sagen, leg mal auf und dann gucken wir gleich. Oh. Mhm. Nee, das ist eine ganz dumme Idee. Wir gehen da runter. Ja, bitte? Geht's euch da oben gut? Nee, ich hab einen blauen Fleck. Zwei. Und Baumschramm, Beinschramm, aber das ist nicht schlimm. Aber seid ihr da hochgefahren, oder? Ja, ja, hochgefahren, das war eine dumme Idee. Hm. Also einmal oben ist okay, aber das da in der Mitte ist halt einfach dumm, ne? Ja, deswegen, aber das... Nimm's mir nicht übel, ich krieg Kreuzschmerzen, ich muss auflegen. Das sieht sonst so aus, als wenn ich mir einkacken würde hier runter, ne? Ich bin da sehr konzentriert gerade beim Runterlaufen. Okay, alles klar. Okay. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao. Jo, tschö. Oh. Ich meine, Lichter gehen ja sowieso nicht mehr. Die gehen alle. Ja, Bombe, wer hat die denn repariert? Die wollen wir von außen angucken, ne? Hinten ist kaputt. Ja, dann steig doch ein. Achso. Ja. Ja. Was hast du denn für einen Klingelton? Aber jetzt, wenn die das schaffen. Achso, ja, wir sitzen schon im Auto, wir fahren runter. Haben die es geschafft? Ja, weil ansonsten, ne, Dave ist unterwegs mit dem Helikopter, ne? Ansonsten, Dave ist mit dem Helikopter unterwegs. Sie können ruhig da oben noch ein bisschen warten. Ja. Weil das hier, das wird jetzt ein Gerutsche. Das ist richtig. Oh, scheiße. Ja. Oh, kacke. Also, das sieht so aus, als würde es gehen, aber. Oh. Was soll ich jetzt sagen? Oh, warte, ich muss mich anschneiden. Ja, oh, ja. Das geht auf jeden Fall runter. Ja. Ja, geht ganz gut. Ja. Das ist easy. Warum ist mal eine kleine Schmerzstrecke? Ja, okay. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ne? Ich komme auch mit dem Hubschrauber kurz vorbei. Bringe euch ein Zelt und Schlafsäcke vorbei, um was zu essen. Ne? Bis dahin, mehr für heute. Ja, easy. Danke, Bosco. Ja, aber wenn die das... Nee, weil... Dann müssen wir nämlich das Defan rufen, wenn die das schaffen. Mal Penny an, ob die das jetzt schaffen. Oder deine Frau. Also, und dass sie Dave anrufen soll. Ja, ich rufe meine Frau an, Penny fährt. Ja. Weil dann braucht Dave nicht mehr kommen. Schafft ihr das jetzt oder nicht? Was nicht euer Ernst? Ja, schafft ihr das jetzt oder nicht? Ja, dann soll Penny Dave anrufen, das habe ich antwortet. Wir warten unten. Wir können auch wieder hochfahren. Was denn? Was soll für ein Schatz? Das ist hier unten, das ist easy, hier ist nichts. Echt nicht? Ja, die kleine Schmerzstrecke, das war mal kurz, wo wir mal gucken müssen und mal ein bisschen atmen mussten. Aber jetzt, Schatz, ist das alles komplett easy. Das ist, Schatz, das ist die Strecke, die wir vorhin hochgefahren sind. Sehr kaputt. Ja, wir ja. Lassen doch bloß runterrollen. Und verletzt, wir gehen gleich ins Krankenhaus. Ich hab da ein VIP-Zimmer. Das. Du so alles hast. Was? Dass du so alles hast. Ja. Genau. Oder du, Stefan, wenn die das jetzt geschafft haben. Nee, die kommen ja nicht hoch. Die ist. Hört sich kommen. Die da dann eine Weile. Aber jetzt ruhig Penny an. Nee, da, ach, die reden gerade im. Okay. Lage circa 2500 Fuß. Jedoch den Trainee verloren. Hm? Ankunftszeitraum. Wenn der Trainer liegen will, in den nächsten paar Minuten kommt. Komm mit. Dann war ja schon durch. Kann sie für die 11 kommen? Ja, siehst du, wenn ich richtig rumfunke? Dann versteht mich niemand. Ja, die 11 für die 21 kommen. Jetzt funke ich nämlich andersrum, jetzt hört das. 24 hört sie kommen. Ja, nur zur Information, es sind 4 Personen, die sie abholen müssen, kommen. Check.
Ja, somit 11 Ende, Harry und ich verlegen ins Krankenhaus. So. Dann bist du bei dir zu Hause? Venture Tours jetzt noch vorbeifahren? Mein Dienstwagen steht da noch. Achso. Hast du gestern mitbekommen? Hat meine Frau erzählt, dass. Millionen Menschen und die waren wohl unten mit der Maßnahme Polizei an der Frau gesagt und dann haben die quasi die versucht freizuschießen. Was sind das für Spastis? Ja, sind die Sharks wohl gewesen, die Bagos. Okay. Und Turin. Hm? So haben die den zumindest genannt. Ne? Achso, das war schon. Ja. Ich frag einfach ein. Oh, ich glaube, ich habe eine Fahrt. Ich brauche ein Steak. Sag mal, Harry, meine Frage, warum gibt's hier eigentlich keinen Rindersteak mehr? Und sondern nur noch Schweinescheiße? Ich hab keine Ahnung. Ich bin für einen Rindersteak, sag ich dir ganz ehrlich, den lasse ich dir importieren. Da bestelle ich mir eine Tonne und tu die Tierfüllern. Kann nicht sein, ihr Schweinefleisch. Ekelhaft. So, alles gepasst bei dir? Naja. Okay. Mit einem Licht komme ich auch klar. Ist ja nur dunkel. Du schlägst ja gar nicht aus. Ich komme mit Turbo aus. Meinst du, das sind? Ich weiß es nicht, die kommen nicht hoch, die sind vollgetunt, auch mit Turbo halt. Die kommen den Berg nicht hoch, die bleiben in der Mitte stehen und verhalten. Das ist ein normaler Weg zum Mount Schillert hoch. Da gibt's aber auch. Wir wollen nächste Woche das Unternehmen ja aufmachen. Achso. Achso, das. Wir machen das. Ja. Ja, habe ich gehört, weil also. Ja, es will keiner haben. Da ja, habe ich schon nicht mehr gesehen. Mehr Führerarbeit schon ewig bei uns. Ja. Also locker schon über einen Monat. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Also, ja, außer bei SPC. Ne? Ja, der kam. Jo, wo ist gekommen, Unicorn? Ihr habt einen Private Dance von der Frau bis heute, wo wir uns arbeiten. Ja. So. Beim Karakana. Hab grad hier Einsatz. Denk ich jetzt genau. Oh. Alles da. Lass es dir schmecken. Jo, ciao. Auf jeden Fall. Sponsor? Ja, der Schwarze. Ach! Achso. Der kennst du nicht. Der Lachs, Kingo kenn ich aber nicht. Ja, ja, der heißt halt. Nennt ihn halt nur keiner so, wie er heißt. Keine Ahnung. Weiß nicht, wenn ich mir so überlege. Ich heiße Bosco und mich nennen alle Hasi Pupsi. So, da haben wir es ja gleich geschafft. Der alte Weg sind die Dixer rechts. Ja, wir hätten die nächste.
oder was? Und dann die rechte Spur. Ich gebe übrigens Gas, ne? Nur falls man es nicht merkt, ich bin Vollgas. Ja, der X21 hätte das jetzt gar nicht gejuckt. Ah, ich überlege gerade, ob ich die Miete, aber. Na, cool, noch hab ich ja schon. Das Schwein. Geht schon aus. 10 bestimmt. Aber der fährt auch 195. 200. Ja, das ist nee, so wie mein Neon. Wieder rechts? Ja, stimmt, da war ja was. Und schon bis zum Krankenhaus. Ja, ich wollte mein Büro fahren. Mein Büro. Ich werde bald Bürgermeister. Du? Ja. Bloß auf. Damit nichts zu tun. Du tust ja immer so, als wenn du Bürgermeister bist. Nee, bin ich ja nicht. Echt nicht? Ich bin noch ein Lakai von denen. Achso. So, warte mal, ich mach mal aus. Das Ding ist kaputt. Warte mal, LSG. Wandeln wir uns jetzt gegenseitig? Ein Berglöwe hinter euch. Was, ein Berglöwe? Das ist ein Berglöwe. Ja, da oben ist ein Berglöwe jetzt. Was? Oh. Ja, dann erschießt das. Oh, LSG ist nicht besetzt. Das macht natürlich Sinn. Scheiße, ich rufe gerade meine Frau und die hat keine Knarre. Ja, schieß ab! Ja, schieß das Vieh ab. Aber du hast keine Waffe. Hat der für eine Waffe? Der ist doch von SPC, die haben immer eine Knarre. Der arbeitet bei uns, hat eine Waffe und keine Munition? Das ist Einstellungsvoraussetzung. Du bezahlst ihn zu schwach. Ja, dann setz euch in den Mesa oder so. Na komm, dann flieg mal da hin, dann holen wir auch nochmal zwei Plätze. Ja, wir kommen hin und wir kleinen ab. Bis gleich. Ich hab keine Knarre. Ich darf doch keine. Ich hab eine. Okay. Bei Dave müsst ihr eh zweimal fliegen. Du machst Co-Piloten, ja? Ich muss ein bisschen Gesicht wie in meinen Kiefer. Echt? Okay. Oh, da ist aber wieder helle, ja. Mhm. Oh, da ist aber richtig helle. Oh, auf und zu, das macht natürlich keinen Sinn. Geh mal durch. Schon mal gemacht? Ja, dann geh doch mal durch. Was? Wo sollst du durch die Tür gehen? Wie schon mal gemacht? Hä? Ja, ob du die Tür schon mal aufgeschlossen hast. Du schon mal gemacht hast. Ja, die linke habe ich dir aufgeschlossen. Damit du durchgehen kannst. Ja, Arbeit bei uns hat eine Waffe, aber keine Magazine. Also. Tja, dann bezahle ich mehr. Kann ich auch die Magazine leisten. Der geht genug. So. Dann die kriegen 1,6. So, warte mal, jetzt mit einer Chirurgie. Nichts tun. So, jetzt müssen wir. Ja, und jetzt, ich glaube, dahinter. Da, komm, wir laufen schneller. Und Tür auf, wenn irgendeine Tür im Arsch. Ja, und jetzt? So. Und jetzt laufen wir da lang. Das sind übrigens deine Private Rume. Ich weiß. Schon angeguckt. Ach so. So. Einer von denen. Ach, du wolltest schon der. Ah ja. Nee, ach so, okay, das ist der falsche. Nett, okay, das ist der falsche. Warum? Da kommen wir doch auch zu den anderen Fahrstühlen. Warte, das kriegen wir. Nee, das ist auch scheiße. Okay, wir nehmen erstes OG. Sag keinem, dass ich hier arbeite, ne? Und dann gehen wir hier raus und dann gehen wir hier rein. Glaub. Ja. Ja. Okay. Achso. So. Seite. Was? Setz mich an die Seite, das kann ich nicht schießen. Achso. Also. Ja, wenn ihr so fest ist, dann kommen wir ja nie an. Passt. Deshalb ist er bis auf das Gefühl. Ja, ist auch besser so. Ich hab keinen Bein.
Nee, weißt du, was ich gedacht habe? Was denn? Das sagt, wenn der so ein Flieger fährt, dann hör auf damit. Steig aus. Ich hab... Ich nehm... Ich... Du vielleicht ein Auto mich? Ja, ein. Wow, die riesigen Krippen. Nee, dann lass das. Ja, ich halte mich in der Tür fest. Aber halt ich mir... Ja, den ist besetzt. Okay, das macht keinen Sinn. Dann ruf meine Frau an. Und was? Ich hab noch nicht geschossen, ich hab nur geguckt, ob es geht. Okay. Hä? Ja, ob ich meine Frau aushalten kann. Ja. Man muss ja doch rauszählen, aus dem Halster und dann Scheide. Nee, Scheide und Schwerter. Ich fliege morgen den scheiß Berg hier ab und such mir die Schrecken alleine raus. So weit oben? Ja. So. Da ist der Karakaran. Ach, da ist krass. Der Helikopter. Nix. Da ist der andere Helikopter. Sind die also. Da schon? Nicht. Der ist jetzt im Laser doch hochgekommen. Nee. Das ist ein Dave kann da unten nicht landen, ist alles schief. Ja, ich guck mal. Eine Berglöwe war gerade hier oben gewesen. Frag mich, wie das Vieh hier hochkommt. Mit den Füßen? Na, das wäre auch dann, dass du nicht auf dem Kopf hier hochtanzt. Okay. Können die nicht reinspringen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Warte mal, ich muss gucken. Ich muss noch gerade ein bisschen kommen. Komm mal so nah, wie es geht an den Heli gleich ran und spring rein. Ja. Ja, an den Kufen festhalten und reinspringen. Warte. Wo ist das? Status 5, eine Verletzung. Das ist oben gewesen, gerade bei Paragon. Verdammt auf Verletzungen im Abdomen, beziehungsweise Thorax-Reich. Jetzt rein. Ah, Mann. Mal. Du darfst nicht landen, Paragon. Du musst einfach nur gechillt bleiben. Und die müssen einsteigen. Ja, das geht nicht mehr so schnell. Auf der Seite sitze ich, Paragon. Ich bin nicht Parker. Bosco, Mann! Ich bin aufgeregt, tut mir leid. Ja, okay. Komm mal hier hoch, wo die Spitze ist, mein Führer. Wiederholen. Ja, da stehen bleiben. Du brauchst gerade immer noch so halten, jetzt einsteigen. Oh, warte. Oh! Ja? Ich weiß. Hier hast du mich gesehen. Ich hab's gesehen. Kannst du dich bitte drum kümmern? Ja. Okay, die bringen wir gleich in Krankenhaus. Ja. Ja. Meinst du, das hat jemand gesehen? Ich weiß es nicht. War das deine Frau? Nee, das war Kalle seine Frau. Und warum geht die auch so nah daran?
bist denn hier unter uns hin, Boss? Ja, das andere geht nicht. Wir versuchen mal irgendwie hier unter uns zu kommen, wo wir sind. Da war es vorne am besten. Ja, und am besten kann ich nicht. Ja, du maulst dich zwar ein bisschen ab. Vielleicht steht Bosco auch ein Heli dahingestellt, dass du dich so weit abmaulst. Aber lauf langsam. Komm, ein Helikopter einfach am besten hier hin, das ist nun mal so. So, hier. Ja, genau, da kann er, bis dahin kann er runterlaufen. Kannst du mal gucken, wen runterblättern? Ich guck ja. Du musst noch ein Stückchen mal rechts. Rechts? Ja, rechts. Mach ich langsam? Weil links ist zu nah mit dem Rotorblatt und rechts ist viel, viel Platz. Jetzt Platz? Ja. Soll ich so drehen? Theoretisch könntest du jetzt runter, ja. Ja? Ja, mach mal langsam. Ja, ich mach ja noch. So? Ja. Ja. Ich land jetzt, ne? Ja, passt. Perfekt. Oh, mach den Motor mal aus, ne? Ja, besser ist das. Besser ist das. So, also wir werden jetzt hier unten. Oh, Kacke, ey, da tut mir jetzt leid, ne? Ja, aber bin ich da oben, oder? Die kann doch direkt. Nee, ja, Kalle, ja. Erzählt mir nichts davon. Okay, Kalle sagt mir nichts davon. Wir haben ihr die Haare rasiert. Ja, sie hat vorhin schon gefragt, ob ich sie umbringen will, ob Kalle mir einen Auftrag gegeben hat. Jetzt rasierst du sie noch weg mit den Rotorblättern. Ja, das war ja das mehr um die Haare schweifen. Das war ja mehr in die Haare reinfassen. Ja, also wir sind hier gelandet und Para könnte hier auch landen. Ich ruf mal Para an. Versuch mal langsam runterzukommen. Wie gesagt, wir haben es ja auch geschafft, zweimal. Oder dreimal. Ja, okay. Bis gleich. Ja, weil ich krieg die sonst nicht anders da hinten, ne? Ne, ist okay. Also hier, wo wir stehen, Para, kannst du locker landen gleich. Muss halt nur langsam machen. Die, ja, die haben da oben jetzt noch gerade einen kleinen Notfall. Ja, aber genau. Friseurtermin. Die ist gestolpert. Und danach versuchen die runterzukommen. Ja, den halte ich ab, wenn der kommt, der Bergblöger. Die scheißegal, warum reicht ich danach um das Vieh? Deswegen ist Bergblöger noch oben. Gut, tschüss. Warum bleibt denn ja auch da stehen an der Stelle? Er hat sich jetzt gar nicht weggelegt. Aber da oben, das ist echt behindert. Ja, ich gehe morgen hin mit dem Presslufer, weil ich bin Presslufer Bernhard. Ich muss dir irgendwann mal die Karte zeigen. Das siehst du, das ist grün markiert. Das ist Beginnerstrecke hier hoch so. Aber wir kommen ja nicht mal hoch. Wir kommen geschweige denn kommen wir runter. Es ist halt irgendwann Ende. Also entweder sind die Mesas zu schwach dafür. Ja. Naja, aber gut. Na gut, die KKs kann sich auch nicht vergleichen, weil das sind auch so Drecksmöhren. Ja, richtig. Alles, was staatlich gefördert ist. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber es ist so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mal in Kamatschi ja gut hochkommen würde. Keine Ahnung. Das könnte man halt mal testen, ja. Dann würde ich halt solche Dinger importieren. Ja, fertig. Da kostet ein Hellcolor, das ist irgendwie 20.000 irgendwie zum Händler gegeben. Dann geht und kauft eine neue. Denk, du bist ja Rich Bitch. Ja, aber könnte ich mir auch importieren. Aber kann ich auch beim Autohaus bestellen. Damit kannst du die Zeit haben dafür. Ach, ja, zwischen den ganzen Supersportern. Überlegt da 1,5 Millionen verdienen oder dir einen 250 Dollar Auto beschaffen. Aber jetzt im Unterscheid, kann denn, Michael Black hat mich mal angerufen gehabt, ne? Nee. Und damit habe ich mit dem gequatscht. Aber ist es jetzt so, dass die Lizenzen hier weggenommen wurden zum Autoherstellen? Nee. Ja gut, dann ist das gelogen, was er gesagt hat. Okay. Das erzählen einige, das ist völligster Bullshit. Die können weiterhin das herstellen, was sie die ganze Zeit herstellen konnten. Nur die Fahrzeuge, die jetzt neu kommen, kriegen nur die Autohäuser. Ach so, ja, das ist ja einfach. Okay. Ne? Aber die, die du jetzt herstellen konntest die ganze Zeit, die Krieger und den ganzen Scheiß halt, das können die weiterhin herstellen. Oh. Jetzt ruft mich ja noch der Leitstelle an. Stadtverwaltung und hallo? Hallo? Ja.
bleib mal sitzen. Hallo Mädels! Hallo? Hallo? Oh. Oh, der war gut. Gesund, willst du vielleicht behandeln lassen? Oh, ich glaube, da ist nicht normal hoch. Aber ich glaube, ich kaufe Camachos. Hast du den Camacho gesehen, der links am vorbeigehämmert ist? Du, das ist ja wie Butter da hoch. Der war, wie schnell war der? Ja. Dann hast du zumindest die Theorie schon mal abgeschlossen. Ja, richtig. Oh. Ich hätte jetzt gerade mal meinen Anruf mitkriegen sollen. Warum? Ja, die Stadt ist langweilig geworden. Und der Typ, der gerade angerufen hat, der hat richtig Bock darauf, das Riesenrad am Bier zu betreiben. Nee, gibt einen Betreiber. Das Ding läuft den ganzen Tag, kannst du nicht mitfahren. Ach so. Das ist ja blöd. Das ist richtig. Ja, kann man da vielleicht jemanden fragen, der mehr Ahnung hat? Ich so, ja, ich bin der Chef von der ganzen Sache. Ich weiß eigentlich schon relativ viel. Aber wer da unten die Pächter sind, habe ich da keine Ahnung, ob das Schaustelle oder so sind. Ja, kommen die jetzt mit dem Dienst jetzt hoch? Jetzt, sag mal, hat jetzt eigentlich meine... Schwallertrainer jetzt mal aufgehört zu telefonieren? Weiß nicht, mit wem die telefoniert. Die ist besetzt. Dann telefoniert sie. Also ja, kommt der jetzt mit dem Camacho weiter oder was machen wir jetzt? Ja, erzähl mal Lageplan. Hi. Dave, kommen die jetzt mit dem Camacho weiter oder was machen die jetzt? Ich hab keine Ahnung. Dennis ist da jetzt, ja, ich mit Camacho hochgefahren. Hier was die anderen diskutieren noch, wie es ausschaut. Wir brauchen noch nicht diskutieren, ich soll in den Camacho einsteigen und gut ist. Steig doch in den Camacho ein und fahrt hoch, wir holen dich auch mal an den Berg ab. Der Camacho fährt nämlich oben an den Berg wieder hoch. Ja, richtig. Ja, ja. Und dann fliegen wir da einfach raus und gut ist, ne? Ja. Ich bin ja eigentlich nur oben, um zu sichten, wann der scheiß Berggewehr wieder auftaucht. Ja, okay. Ja, ich hab leider hier Mr. Scharfschütze, die an meiner Bordseite ist, der hat sich da noch nicht dahingesetzt, wo man mal Licht anmachen kann. Ja, warum macht er das nicht? Der wollte schießen auf das, der scheiß Ding, was seine Frau gemacht hat. Ach so. Ja, der Camacho kann da wieder runterfahren. Der Camacho ist gerade wieder runtergefahren. Nee, ich bin hier oben. Darf was sind denn der Berglöwe? Ich hoffe, dass einer Mesa sitzt. Sehen Sie, der Berglöwe springt in den Mesa rein? Ich kann hochfliegen, ja? Ja. Warte. Oben sind doch zwei Hubschrauber. Ich geh mal kurz hoch, komplett hoch. Sag mal, hast du gesoffen? Sollst du im Dienst? Ich bin über dir, ne? R1, R2 bei diesem Einsatz. Ja, ich glaube, du sollst wirklich damit anfangen. Ach, moin. Einsatzfunk. Ja, welchen? Mach mal so am besten. 823,432. Kanal 6. Ach da. Ja, ist bei mir Kanal 3. Schatz, können wir dann dementsprechend oben dann euch hochfahren und wir nehmen euch jetzt gleich mit dem Helikopter mit? Ja, wie gesagt, wir versuchen das mit dem Camacho. Ja, der Camacho, der soll da hochfahren, fertig. Camacho sollte es auf jeden Fall schaffen, die anderen beiden bitte stehen. Ja, ich weiß, Bosco Funk hat. Bitte stehen lassen. Wie viel wir brauchen Camachos? Ja, Dennis glaubt sich halt das nicht zu, ne? Wie sie, aber die fahren. Wo, hochfahren, ja, oder? Richtig. Dennis traut sich das nicht zu. Der probiert das mal. Ach, der bist doch ich.
Wer ist das? Wer fährt denn? Ansonsten soll er Bescheid geben, dann macht man Fahrer wechseln und dann fahre ich das Ding da. Ach gut, er probiert es. Der traut sich das nicht zu, da hochzufahren? Ja, der ist so ein bisschen aufgeregt, der ist. Der ist gerade die Klippe hochgefahren, ja. Der hat gerade Winkel. Um sein armes schwarzes Leben. Ja, um sein armes schwarzes Leben, habe ich gesagt. Ja, fährt falsch. Das ist falsch. Falsche Richtung, Dennis. Dennis, andere, nein! Ach, Bosco. Also ich war ja schon doof wegen schon der... Übrigens, die Rasur, die war schön gewesen bei der Dame, ne? Die hat jetzt einen Kurzhaarschnitt. Hast du gesehen, Elf? Nee. Was gesagt kann man, hat, also, Kurzhaarschnitt jetzt. Nee, Penny nicht. Die andere Dame, die da... Betty. Ach, Betty heißt sie. Betty heißt sie, ja. Okay, die von Kalles... Kalles Freundin hat jetzt einen Kurzhaarschnitt, weil die ist nur ein bisschen ein roter Blatt. Bosco, ne? Ja, ist sie nicht. Okay. Ich habe ja nur kein Licht. Ja, ich park da jetzt oben oder was? Oder soll ich da nochmal runterlaufen? Ich maul mich die ganze Zeit, damit tun schon die Beine weg. Ja. Ich überlege jetzt, ob ich mein Camacho holen, ne? Ja, meiner ist ein Paletto. Wird deiner näher, ne? Ja, meiner ist nur Drogen drin und Waffen. Ach so, na dann sollten wir dann nicht holen. Ja, die ist nur tabaksarm. Also nichts Dramatisches an Drogen. Digga, ja, meiner steht, glaube ich, zu Hause. Der Camacho ist doch auch gerade da hochgefahren. Ja, aber der Camacho... Ach, Dennis, was machst du? Ja, was soll ich denn? Kannst du dich rausbringen? Ist Dennis im Einsatzpunkt? Nee, der ist nicht im Dienst, der Idiot. Der ist außer Dienst gegangen. Ach, der ist außer Dienst gegangen. Der hat den Urlaub. Ja, richtig, links, richtig, links. Richtig, richtig. Weiter, zieh. Jetzt hätte er aber rechts fahren müssen. Guck mal, wie er da hochfährt. Ja, wie ein Butter, ne? Wie Butter. Weißt du, was doof ist? Der muss ja wieder runterfahren. Melfi, bist du alleine unten? Sind die da jetzt drin? Ja, Melfi ist alleine unten. Ach, du hast wenigstens dicht. Ja, musst einfach auf Dings. Achso, ja, die sind noch im Bild. Also ist er jetzt nur mit Nieten da hochgefahren. Aha. Macht da gar keinen Sinn. Einmal drauf ist. Fernlicht, okay. Na, das ist kein Sinn. Ja. Zwei. Da braucht man wohl noch jemanden. Steht da oben, der soll hier runter. Ach, der soll sich zu Fuß laufen lassen. Oh, Bosco. Hallo. Oh, das hört sich so geil an, wenn die nebeneinander landen, ne? Lass den Leser dazu. Ratta. Wir kaufen keine Anschluss, hab ich gehört. Ja. Gut, bis gleich, tschüss. Dann ist es ja auch lieb, dass er hilft. Ja. Ja. Wo wusste der das? Weil er noch im Krankenhaus stand bei mir. Ah, okay. Hi, Dennis. Okay. Wo ist die Frau mit dem Kurzhaarschnitt? Ich wollte mich dafür nochmal entschuldigen. Achso, dann mache ich das später. Mit dann sollt ihr lieber mit Dave mitfahren. Wie sieht's da oben aus? So. Hey. Hallo. Hey, Schatz, was geht? Hi. Hast du aber lange gebraucht, bis du hoch. Scherzkeks. Am Arsch die Waldfee, ey. Ist der 1 oder 2? Ich frag, wer ist direkt das Mal. Ist so. Ja. Aber Schatz, wir haben gerade festgestellt, wir kaufen Camacho. Ich bin mit Camacho unterwegs, bleib mal locker hier. Für die Strecke definitiv. Ja, glaube ich auch. Die Vollzone. Ja, Bombe. Ich sag dir, Camacho. Ja, mir geht's super. Ich habe jetzt meinen Helikopter, ist voll besetzt. Ja, das ist easy, ne? Ja, da kommt jetzt gleich wahrscheinlich als nächstes Betty, weil die ja verletzt ist. Ja, die hat einen Kurzhaarschnitt bekommen, habe ich gehört. Ja, das war geht nur nicht drüber. Aber sie bleibt aber auch stehen und bewegt sich halt auch nicht weg. Ja? Also sie stand halt wie so ein Fels. Ja, sie hatte keine Wahl. Wir haben gerade generell Bewegungsschwierigkeiten gehabt. Ja, ich auch. Meine Knie tun mir echt weh. Hm? Ich sollte jetzt echt mal unter... Ich glaube, ich brauche Quittersalbe. So, wie mache ich den Scheinwerfer fahren? Ohne Witz, wo ich da zu euch gefahren bin, zu dem Helikopter, dachte ich so anfangs, okay... Den muss ich da mitnehmen, diesen Typen mit dem weißen Obershirt, ne? Dann kam der näher, dann war das der Bergler. Also, egal wie wir es jetzt machen, ich muss das sowieso loslegen, ne? Weil wir sind voll, oder?
Alle angeschnallt? Ja, da keiner fliegt raus, wir haben falschen Schrauber hinten rausnehmen. Ja, wenn Dennis hier bleibt wegen dem anderen Hubschrauber gleich, weil einer muss ja dann den Camacho auch wieder fahren. Ja, richtig. Dennis? Ja. Ja, deine Frau muss so natürlich jetzt auch einen dummen Spruch machen, ne? Ich hab einen Fallschirm, aber Barry. Ich kann auch zur Not einmal. Deine Frau muss sich ja so einen klugen Spruch machen, ne? Der sogar noch Sinn macht. Ja. 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 Okay. Sorry. Habe ich etwa zu laut geflüstert? Ist manchmal so, Bosco, du willst schon was dran an der Zeit. Ja, das habe ich ja schon mit meiner Frau, das ist ja gar nicht scheiße. Ihr seid manchmal so arschig. Ja, das stimmt. Willst du da hinten auch was pfeifen? Was? Oh, ganz dünnes Eis, mein Freund. Aber du musst aufpassen, ne, mit deiner Klatze. Wegen? Ja, da zieht es am Kopf, da willst du schnupfen. Achso, ja. Hast du deswegen vorne gesetzt, verstehe ich. Ja. Okay. Ich bin von unten ja hochgefahren, ne? Da kannst du bis zu euch super hochfahren. Danach kommt diese 90-Grad-Kante und danach ist vorbei. Ja, du hast dich einmal hast du dich rechts gehalten anstatt links. Ja. Das war gerade eben dein Knackpunkt war das einfach. Ja, richtig. Sollst du vielleicht jetzt die nächsten Tage mal zu uns kommen? Machen wir keine Vorstellung. Willkommen. Ja. Zeig mal dir, wie man da unten stehen bleibt. Ja, kriegen wir hin. Also ich, ja. Dennis? Reparatur von deinem Camacho geht auf mich. Oh, cool. Oh, cool. Ja. Neue Glühbirne. Übrigens, LSG habe ich gerade eben schon erwähnt gehabt, ist übrigens nicht da. Nicht da? Nee. Ich habe ja gerade einen KAK, habe ich da gerade angerufen und wollte ja den reparieren lassen, ja, aber die... Also, wie gesagt, wenn die weiter so arbeiten, wie die so tun, dann bezahle ich das im privaten Umfeld, ne? Was mir ist egal. Ja. LSG 17 am Start hier, LSG Leitstelle. Ach Gott, Mann, jetzt bin ich ganz viel konfus hier. Was kann ich für euch tun? Ja, was haben wir jetzt? Die 17, die Leitstelle oder was haben wir jetzt? Ja, hier ist LSG 17 dran und LSG 17 macht die Leitstelle und ja, meine Wenigkeit ist Guido Herbst und ja, du bist beim LSG gelandet. Ja, richtig. So, ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Okay, alles klar. So, außer die Postadresse. Am Krankenhaus steht quasi ein Karakara. Ja. Der müsste einmal repariert werden. Und ich habe einen Karakara, der ist hier oben in den Bergen. Wie sieht denn das bei euch so aus mit Bergen? Fragestatus. Mit Bergen in den Bergen. Also mit Bergen vom Bergen. Also eigentlich ist das Fahrzeug quasi in einer Spalte drin und diese müsste, also... Ja, müssen wir gucken, wenn wir drankommen, nehmen wir mit. Ansonsten müssen wir leider stehen lassen, bis die Stadtreinigung ihn um 6 Uhr holt, ne? Ja, pünktlich. Kommt hier Berge hoch, oder was? Ja, die nimmt alles mit, wenn die einmal unterwegs sind. Junge. Also die polnische Nutte, die nimmt alles, oder was? Da sind wahrscheinlich nur schwarze Mitarbeiter. Alles, mit, alles, was vier Räder hat, nehmen die mit. Ekelhaft, die Schweine. Schrecklich, okay. Ja. Aber zumindest am KK steht auf jeden Fall an am Krankenhaus, am 9., ne? Ja, und, also am besten ist natürlich immer Dispatch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, ich bin immer noch zwischen dieser Spalte, wo quasi eigentlich dieser Karakara ist, ne? Okay, das heißt, sehr viel Haare, also hier sind sehr viel Gras, meine ich. Schicken, ne? Nee, vom Krankenhaus kann ich das nicht schicken. Ja, nee, aber dann kannst du zumindest mal den Dispatch schicken von der Bergungsaktion. Ja. So, das andere, ich kenne eure Räumlichkeiten da überhaupt nicht, bin auch gar nicht da gewesen. Wo steht den Karakara denn bei euch dann am DMD? Wenn du am Haupteingang bist und quasi Richtung des Governor-Büros quasi guckst, ne, und da ist quasi, also direkt gegenüber von der Bus, also ist egal. Ich sag, die Leitstelle schickt dir dann was. Ja, das wäre perfekt, ne? Genau. Das ist kurz, weil ich kenne mich jetzt die Räumlichkeiten, ich war bei euch da am neuen Krankenhaus noch gar nicht. Ja. Ja, wie gesagt, schickt ihr nicht raus, dann schicke ich dann auf jeden Fall jemand raus. Super, dann machen wir mal, was wir machen können. Okay, klasse. Machen wir so, ne? Jo. Alles klar, danke dir. Tschüss. Ciao. Sie fahrt runter. So. Ja, klasse, jetzt haben wir einen Hubschrauber hier, der nicht geflogen werden kann. Ja, Dennis kann nicht. Dennis, kannst du fliegen? Ja, ich kann fliegen, aber dann müsst ihr mir einmal einen Schlüssel umdrehen. Ja, gut, dann kommen wir gleich runter. Ja, stimmt, du bist nicht Wir landen am Adventure raus. Hä, sind die dumm? Hä, warum sind die denn nicht hochgefahren? Keine Ahnung. Aber einer ist doch gerade eben hochgefahren. Ja, das ist der da, der Schwarze. Dennis. Ja, nee, ich habe eben noch einen Wagen hochgefahren. Oh. Du hattest den Sieg. Hallo, yes. So, dann mache ich dir das auf. Dann drehe ich dir einen Schlüssel um, Dennis. Oh, perfekt. Gut, dann tust du mir gefallen und fliegst vorsichtig, ja? Ja, ich habe einen Fallschirm. Okay, super.
Gedanken. Ah, ja. Ah, hallo. Ja, wir landen da mit Venture-Tros unten auf dem Flughafen am besten. Achso. Weil da kann die Schatz ihr Auto noch mitnehmen. Ja, Flughafen, Kritzi. Ach nee, fliegen und telefonieren ist scheiße. Ja, das könnt ihr machen. Ich find's weniger. Ihr fliegt ja auch, ne? Moment halt. Nein, aber ich wollte dir nicht anrufen und sagen, wo wir hinfliegen. Ach, das ist Wave Seed. Das, ja, das ist ein Flugplatz, dann Platz da links. Ja, guck mal, das ist sogar beleuchtet. Ach, ja, lila, links. Okay. Das sehe ich. Ja, wo machst du runter? So ging es mir letztes beim Fliegen. Wir waren ja, ich habe nichts gemacht. Ihren Heiratsantrag. Das ist kein gutes Zeichen. Habe ich sie schon fast umgebracht. Hä, warum kriege ich jetzt eine Route von der Leitstelle? Ist die behindert? Hä, ist der doof? Ich rufe das mal Matthew an, dass er das auch mitkriegt. Der Dennis fliegt durch, oder? Ist der Herr Bosco für Penny kommen? Jo, check out die Hacker, ich bin da. Ich berechne mal, der Flugplatz, ja, in... Ist gleich. Frage, wer ist hier? Ich gehe noch mal ins Krankenhaus. Ja, da bin ich auch schon. Okay. Heute kommt keiner. Jo, wir treffen uns wohl hier. Ja, natürlich hole ich dich ab. Du treffst uns hier. Warte mal, ich muss. Ich gebe Matthew, ich gebe dir mal meinen Dienstwagenschlüssel. Gibst du den Matthew bitte? Ja. Ja, jetzt auf die, ist kein viel zu tun. Hi Henk, hast du mir gerade Dispatch zugeordnet? Muss bloß hoch. Gerade eben hatte ich noch einen. Ist nicht schlimm. Ich mach die nur nicht, weil ich noch in meinem anderen Einsatz bin. Nee, alles gut, dann war das ein Versehen. Weil wir sind nämlich gerade noch beim Crapseed, wir müssen jetzt die verwundeten Personen transportieren, ist gleich im Krankenhaus. Kannst du mir eingefallen tun, Henk? Vorm Krankenhaus steht ein Karakara, der ist etwas wie so ein Smart zusammengedrückt. Das dient aber, das hat was mit dem Metall und mit den Steinen zu tun, das ist halt nicht ganz so nett. Kannst du da das LSG-Weiß Bescheid dann Dispatch schicken, dass die da hinkommen, das ganze Ding vielleicht mal abschleppen? Ja, kriege ich hin. Oh, das wäre super. Spitze, Träumerle. Ja, machen wir. Ich danke dir vielmals. So, ich brauche jetzt irgendwie gerade einen festen Boden unter meine Füße. Ah, was denn? Willst du mich anfassen? Ich krieg von mir eine gratis Roboter. Ach, das ist ja süß. Ich habe sogar noch die Hälfte offen von einem alten Kurs. Das gebe ich nichts an. Ah, habe ich zu meinem Geburtstagsgeschenk bekommen. Aber die halbe Tour, die war schon gut. Nur war halt der Führer, der Reiseführer halt scheiße. Guck mal, der hat sogar eine Knarre dabei. Nur keine Magazine. Ach, die Kurzhaarfrisur steht dir super. Also, ich habe auf jeden Fall die Spitzen gut getroffen. Matthew, warte, ich muss dir was und geben. Meine Schulter. Oh, krass, bei dir ist mein Arsch. Nee, Wo ist denn Penny? Ach, da ist eine mit Taschen, aber das ist meine Frau, die schlägt dich gleich. Penny. Harry. Penny. Harry. Penny. Harry. Ja, ihr kennt jetzt euch, das habe ich jetzt verstanden. Danke, Penny. Bitteschön. Regne Oberton gratis. Okay, hört sich gut an. Ist ein Deal. Will mir nächste Woche starten. Das ganze FD. Ihr könnt auch natürlich in der, ihr könnt natürlich eine Offroad-Tour bei uns auch gratis kriegen, wenn ihr wollt. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Adventure mit uns. KMH rückwärts den Berg runter zu knallen. Wie war das denn so? Bei wem jetzt? Ich hab ein Kurzzeitgedächtnis, das ist nicht so toll. Wie gesagt, Adventure-Touren mit uns sind auch immer präsent und interessant, vor allem, da erlebt ihr was. Also ich hab mir auf jeden Fall, ich brauche jetzt gleich eine Küttersalbe, weil mir tut nämlich echt die Beine weh. Matthew, meine Frau hat meinen Dienstwagenschlüssel, den gibt sie dir gleich. Du fährst, okay, fährst mit dem Dienstwagen runter und holst uns am Krankenhaus ab. Ich lasse mich jetzt mal checken und Kurzhaarfrisur bestimmt auch. Ja, dann fährst du hinter mir her, weil dann fahre ich meinen Wagen erst nach Hause und dann, Matthew? Ja, soll ich denn jetzt zum DOC fahren? Oder? Nee, du fährst nach Hause zu uns. Hast du gerade nicht zugehört? Nee. Und dann fahrt ihr zum Krankenhaus und holt uns. Ja, was denn, Parker? Hi. Parker, danke. Wenn der wäre nur jemand so lieb und würde mich zum PwC hochbringen.
Wenn der Schwarze hier... Wollen wir uns denn deine Schulter nochmal angucken, oder wie schaut das aus? Nee, ich versuche das so, ansonsten komme ich morgen nochmal vorbei. Ich habe jetzt gerade warten können. So. Das Kühlpack hilft ganz gut, muss ich sagen. Entschuldigung. Okay. Alles gut. Ich hätte Friseur werden können. Ja. Meine Mama hat gesagt, ich darf alles werden, was ich möchte. Nicht der jetzt. Nee, ich habe schon gesagt, der kriegt den auf meine Kosten repariert für die Aktion jetzt. Achso, Melfi hat mich gerade eben angerufen. In der Stadt ist es langweilig. Der würde gerne das Riesenrad betreiben unten am Pier. Ja, der keine hat irgendwas abgekriegt. Der ist halt da habe ich nachgefragt. Dann wird wahrscheinlich der Turbo ausgefallen sein. In der Stadt ist es langweilig. sieht er zwar nicht so, aber er möchte unbedingt das Riesenrad betreiben. Und der J hat gesagt, der hat schon Betreiber. Er hat gesagt, er hat schon Betreiber. Fährt der dreht nämlich die ganze Zeit am Rad. Genau. Wisst ihr, dass ich ganz froh war, eben die Waffe dabei zu haben? Ja. Oh, danke schön. Ne? Du besuchst die Magazine. Ja, kauf dir mal neue, Mensch. Das ist auf meine Kosten repariert, ist kein Thema. Für euch zwei auch nächste Woche Opel-Tor oder sowas, worauf wir Bock hatten, wir öffnen nächste Woche. Da ist eine gute Idee. Wir. Ich möchte solche Geld geben für die Magazine. Ach Quatsch, nicht? Oh, ich hatte noch 9 Schuss drin. Ey, hast du gerade gesehen, dass Adventure Tours mit uns interessant wären? Da erlebst du was. Als Erlebnis pur. Aber ich wusste vorhin, wo der angerufen hat. Ja, wir sind in 10 Minuten da und da. Wenn er in 10 Minuten nicht mehr, müsst ihr uns mal anrufen, weil dann könnten wir ein Privatzimmer brauchen. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir die Mesas verkaufen und wir kaufen uns Kamatschus. Weil wenn Harry gefahren wäre, wäre schon ganz vorbei. Der geeignet, habe ich gehört. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, du hast wahrscheinlich weniger Glasschäden, weil die haben nur Personenschaden. Brauchen Sie noch uns als aktive Unterstützung am Montchillard? Der macht sich jetzt noch schon Sorgen um eine Scheibe, ich meine. Check. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ich jünger, dann fahre ich mit Matthew schon mal vor. Gut, die weitere Arbeit. Denn die weitere Arbeit ruft, aber wir bräuchten einen Heli zu dem Dispatch hier auch am Mount Chiliad. Da sind Leute von uns eingeklemmt. Erde wird so ebenfalls halt. Hat ihr auch noch ein Foto? Ich weiß es nicht. Die hängen auf jeden Fall hinten am Baum und wenn sie da rausgehen. Die hängen im Baum? Ja, fallen sie 50 Meter in der Tiefe. Ich habe keine Ahnung. Ach, du Scheiße. Wie sollen wir denn das machen? Sollen wir den Dennis, komm du mal einmal zu mir. Echt? Sollte? Dennis, du sollst zu meiner Frau. Hopp, hopp. Ich dachte schon, meine Angestellten wären unfähig. Hey, die hängen ja nur am Baum. Du bist gefahren. Ja. Ja, also. Besser, hat er gesagt, wie du. Also du willst zu PBC hoch, oder was? Ja. Okay, Matthew, okay. Wir treffen uns gleich bei mir, also bei uns am Haus und dann, ich fahr Betty hoch. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt. Ja, jetzt in Klühstrumpf. Kann ich dir ganz einfach... Da, wo ja, wir wohnen, nur um die Ecke. 640 so gut, Dave Bosco, ja, was machen wir? 640 und... Ja, hoch. Ja, abgesehen von... Also ihr kriegt euch jetzt koordiniert, ja? Ihr fünf kriegt euch koordiniert. Ja, ja. Okay, Dennis, was willst du jetzt machen? Er ist außer Dienst, hat Urlaub. Okay, dann zieht ihr dein Hütchen wieder an und den Rest aus und dann wünsche ich dir auf jeden Fall immer noch einen schönen Feierabend. Moment. Okay. Ja, und okay, wir drei fliegen halt rüber und gucken uns die Scheiße an, oder? Danke. Ich komme wegen meinem Käfer morgen vorbei. Okay. Na, tolle Frisur, steht dir super. Bis morgen, ihr Lieben. Ich komme wegen dem Käfer morgen und so. Ja, alles klar. Ich gebe ein paar Pflaster drauf. Ja, mach ja. Bis dann. Ich bräuchte Quittersalbe. Was los jetzt? Was los jetzt? Gut. Ich habe mir gesagt, dass ich Dennis gerade ein bisschen was dafür gegeben habe, dass er halt den Kamatur gestellt hat für die Reparatur, ne? Ja. Das ist das Zeug, der kriegt auch kaputt. Ja. Der kriegt sogar eine gratis Reparatur. Gut, auf geht's. Erst da. Dann fliegen wir da mal an. Okay, so ein bisschen mit anleuchten? Oder? Also, ja, komm. Es wurde gesagt, nur einer, aber wir gucken einfach mal. Ja. Oh, ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich einen Boden habe. Ach, wenn es wieder nicht auf